Und schon das nächste Kapitel. Drei Sechsdezimalbrüche durch eine natürliche Zahl dividieren. Also, wir dividieren in einer Nebenrechnung, so wie wir das in der Grundschule kennengelernt haben. Beim Überschreiten des Kommas wird auch im Ergebnis ein Komma gesetzt. Also, schauen wir uns das Ganze an. Wir dividieren durch eine natürliche Zahl. Zur Erinnerung, natürliche Zahl ist eine Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und so weiter, quasi keine Kommazahl. Das heißt, hier vorne steht eine Kommazahl, aber hinten keine. So, und jetzt steht ja hier in der Anleitung, wir dividieren in einer Nebenrechnung, so wie wir das in der Grundschule gelernt haben. Das heißt, wir nehmen die Zahl, wo die 5 reinpasst. Die 4 passt ja nicht ganz, deswegen müssen wir die 42 nehmen. Kurz überlegen, das passt. Ah, 8 mal rein. 8 mal 5 gibt 40. Drunter, dann wird voneinander abzogen, dann kommt die 2. Jetzt wird die 6 runtergeholt und jetzt kommt gleich das fette Grüne. Beim Überschreiten des Kommas wird auch im Ergebnis ein Komma gesetzt. Das heißt, wir hatten doch jetzt die 6 runtergeholt, aber wir haben das Komma überschritten. Wir sind von der 2 zur 6 gegangen und haben hier ein Komma gehabt. Das heißt, ich muss sofort auch im Ergebnis ein Komma setzen. Und dann geht es ganz genau weiter. 26 geteilt durch 5 gibt, kurz überlegen, 5. 5, jetzt habe ich es falsch schon. So, 1 bleibt als Rest. Dann habe ich noch 15 geteilt durch 5. Gibt 3, 15, 0. Und schon bin ich fertig. Das war's. Also eigentlich ganz leicht. Wenn ich durch eine natürliche Zahl dividiere, also eine Zahl hinten dran habe, die ganzzahlig ist, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, dann muss ich nur darauf achten, sobald ich eine Zahl runterhole, die hinterm Komma steht, also die erste Zahl, die ich runterhole, die hinterm Komma steht, dann muss ich im Ergebnis auch ein Komma setzen. Ja? Das war's. Mehr braucht man zu dem noch nicht wissen.